Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und ja, bevor wir jetzt hier weitermachen, muss ich euch ein Geständnis machen. Ich hatte schon zwei Folgen im Voraus aufgenommen. Allerdings, ja, was soll ich dazu sagen? Da in den zwei Folgen hat mein Audio nicht mitgemacht. Deshalb, ja, werde ich das jetzt folgendermaßen machen. Wir haben jetzt natürlich einen Stand, wo ihr natürlich überhaupt nicht. Upsala, da habe ich schon meine feine Flasche umgeschmissen. Wo ihr natürlich überhaupt nicht wisst, ja, wie kommen wir hier zu diesen Items, ne? Die Igel, Ölgemisch, Sicherung. Ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Ich werde jetzt die Videoausschnitte nehmen, werde die euch präsentieren. Die wichtigsten Momente der letzten beiden Folgen. Weil es war auch viel Gerenne dabei, muss ich sagen. Und ja, ich würde sagen, ich blende das jetzt euch ein und dann sehen wir uns da gleich wieder. Also bis gleich, Freunde.
Yeah.
So, ja, jetzt seid ihr wieder voll auf dem neuesten Stand. Also, wir haben tatsächlich Nemesis platt gemacht, letzte Folge. Freunde, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich das schaffe. Und wir haben jetzt tatsächlich die letzten beiden Teile für den Zug. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, begeben wir uns mal auf eine Reise. Also wir haben jetzt hier in Raccoon City tatsächlich alles gemacht, beziehungsweise in diesem Gebiet hier alles gemacht, was wir machen konnten. Und da deshalb, ja, müssen wir uns jetzt einfach mal auf den Weg zum Zug begeben. Wir sind jetzt natürlich im gelben Bereich. Das gefällt mir ja eigentlich nicht so gut, das wisst ihr. Allerdings... Wartet mal, was ist das für ein Geräusch da? Ja gut, egal. allerdings, ja, ist das jetzt gerade notwendig, dass wir im gelben Bereich sind. Und hier haben wir Nemesis platt gemacht, Freunde. Hier in dem Bereich. Den Kampf, den habt ihr auch gerade eben gesehen. Ziemlich intensiver Kampf. Aber wir haben die Eagle bekommen. Die Eagle-Waffe. Ja, die hier. Und, das ist im Prinzip, kann ich euch zeigen, eine STI Eagle 6.0, eine speziell angefertigte Wettkampfwaffe. Benötigt 9mm Parabellum-Geschosse. Da weiß ich natürlich noch nicht, ob es die jetzt bringt. Ne, das müsstet ihr mir beantworten, ob es wirklich die Eagle, ja, Waffe was bringt. Und genau, dann begeben wir uns mal auf den Weg zu diesem Zug. Wartet mal, was ist denn überhaupt dieses Teil da oben? Das ist beweglich. Hm. Was ist das hier für ein Gepolter, Freunde? Also in der Wohnung hier poltert es irgendwie. Genau, hier haben wir Munition gefunden. Sehr gut. Und, ja. Dann... Oh, oh Gott. Was war das denn jetzt? Okay, geh einfach weiter, Jill. Geh einfach weiter. Lonzheliat. Mhm. Och, was ist jetzt los? Der Boden! Och, Mensch. Was ist denn hier mit dem Boden los? Der Boden in Raccoon City, also... Jill, alles okay? Warum stöhnst du so komisch? Ah ja. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Weil, genau, schau euch das an, Freunde. Dieses ekelhafte Ding. Aber jetzt müssen wir schnell sein. Wir müssen schnell hier einfach... Eine Notstromversorgung. Wollen Sie anschalten? Ja, mach, Jill. Und raus hier. So, weil hier vorne ist nämlich ein Aufzug. Da ist nämlich ein Aufzug. Und den müssen wir schnell aktivieren. So, und... Ah, verdammt. Ja, shit. Ha, okay. Das heißt, wir müssen uns da vorher hochheilen. Also, wir sehen uns da gleich wieder. Toll. Gut, bis gleich. So, Freunde, da bin ich jetzt wieder an der Stelle. genau, an diese Szene kann ich mich erinnern, weil ich da ein Video zugesehen habe. Und ja, das ist ziemlich ekelhaft, dieses Ding. Deshalb... shit! Aua! Okay. Schnell daran. Eine Notstromversorgung. Ja. Und raus da, Jill. Oh Gott. Dieses Vieh ist nämlich extrem schnell. Und ihr seht... Och du Scheiße. Ein Notstromgenerator... Ja, und raus hier.
Okay, oh Gott. Schnell weg hier. Oh, weg hier. Was zur... Oh, dieses Vieh macht aber auch einen Schaden. Ich wusste gar nicht, dass das da vorne rauskommt. Schalter, ja. Nimm die Leiter und... Geh hoch da. Geh da hoch. Chill. Aua, das kann doch nicht sein. Oh, dieses ekelhafte Vieh. Oh. Ja, toll. Ach, ist das lustig, Freunde. Ist das lustig. Seine Verletzungen sind tödlich. Ja, toll. Wir sind im gelben Bereich und wir haben keine Heilung mehr. Alles weg. Alles weg. Aber wir können hier abbauen. Ey. Oh Gott. Ich habe keine Heilung mehr. Wegen diesem scheiß Vieh da unten, ey. So, wir können Zug fahren. Ja, also das war eine ziemlich rasante Aktion jetzt da. Oh. Was ist denn das? Ein ordentlich aussehender Kontrollraum. Okay. Ja, das war eine ziemlich rasante Szene da unten. Und da habe ich mich ein bisschen blöd angestellt und ein bisschen oft treffen lassen von dem Ding. Aber ihr habt ja gesehen, das Ding macht ja übelst viel Schaden. So, da nickt Michael. Und wir haben die Teile für den Zug. Das heißt, wir können jetzt hier abhauen, Freunde. So, noch das Ölgemisch. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie wir uns jetzt hier schlagen im gelben Zustand, ey. Oh, Mann. It looks like we're ready to go. Hi, Carlos. Here, take this. Yo, Flammengranaten. Danke auf jeden Fall, das ist sehr cool. Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Du willst also die Bahn steuern? Na gut, Carlos, dann lass uns ab ins Führerhaus. Oh Mann, ich bin im Gelbbereich, Leute. Keine Heilung. Nichts mehr. Na komm, Carlos, zeig, was du kannst. It's looking good. Das Ding geht tatsächlich. Okay. Krass. Nee! Jetzt nicht Nemesis hier! Jetzt nicht Nemesis hier im gelben Zustand, Leute! Bitte nicht! Kein Nemesis, bitte, ey! Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen nach dem Vieh da unten, ey! Ich bin doch nur im gelben Bereich! Ihr wollt mich ja wohl verarschen! Ihr wollt mich ja wohl verarschen, jetzt gegen Nemesis hier zu kämpfen. Ihr wollt mich ja wohl verarschen hier. Aua. Das schafft man doch nicht. Das schafft man doch jetzt nicht, gegen Nemesis noch zu kämpfen. Ja, das war's doch. Das war's doch. Was soll das jetzt? Okay. Die sind lustig, ne? Gut. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Ich meine, ich probiere nochmal das von dem mit dem Vieh da unten besser hinzukriegen. Also wir sehen uns dann gleich wieder. So, Freunde, da bin ich wieder bei der Szene. ich habe es jetzt tatsächlich ganz ohne Schaden da unten bei dem Wurm geschafft. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt den Nemesis hier mal ein bisschen einheizen können. Das wäre doch schon mal gut. Das wäre doch echt schon mal gut. So, wir haben jetzt auch eine Heilung mehr. Da ist der Penner. Gut. Nemesis wieder. Okay.
ausrüsten. Flammengranaten. Ich glaube, die machen ein bisschen mehr Schaden an ihm. Ja, ist okay. Es flackert hier ziemlich. Na komm, steh auf, Jill. Steh auf. Okay, und... Okay, er hat ein bisschen gestöhnt. Okay, steh auf, Jill. So, und er versucht wieder, mich zu greifen hier. Okay, lauf. Ach, Mann, der trifft aber auch immer, ne? Der trifft aber auch immer. Oh, lass mich in Ruhe. Wie viel bist du hier? Oh nein! Mensch, chill! Geh ins Menü! Geh ins Menü! Geh ins Menü! Okay, gelb. Aua! Ist der brutal, ey. Echt. Alter! Ist der schnell! Aua! Jetzt lass mich runter! Der schmeißt mich aber auch immer hin, ne? So. Was soll ich jetzt machen? Soll ich die mal ausprobieren? Die Desert Eagle Waffe. Oh Gott. Ja. Huh? 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 Okay. Oh Gott. Jill, get out of the cable car now. Wait, don't. Was ist jetzt los? Oha. Ja, mach du. Ui. Was zur Hölle? Michael. Oh Mann, der arme Michael. No, the brakes are out. Oh, was ist jetzt? Entscheidung, Freunde, Entscheidung. Lustig. Aus dem Fenster springen, die Notbremse ziehen. Spring aus dem Fenster! What? Wartet mal, haben wir jetzt Carlos im Stich gelassen? Nee, das möchte ich jetzt aber nicht. Sorry. Das möchte ich jetzt aber nicht. Die Notbremse ziehen hier, komm. Zieh die Notbremse, Jill. Los. Hä? Das ist beides das gleiche. Ach krass, okay. Beides die gleiche Szene. Echt interessant. Wo sind wir hier? Neues Gebiet, Glockenturm. Mhm. So, Freunde. Was ist jetzt? Da sind Raben. Ah! Das ist der Aussichtspunkt, wo wir hin wollten. Ja, Raben, okay. Das heißt, wir müssen uns einfach schnell bewegen. Oi, oi. Oh, geil! Geil! So viele schöne Kräuter. Die möchte ich natürlich mitnehmen. Oh yes, Freunde. So viele schöne Kräuter. 3 Stück, um genau zu sein. Geil, okay. Aber blaue brauche ich jetzt erstmal nicht. Okay. 3 grüne Kräuter. Okay, sehr gut. Haben wir hier noch irgendwas? Die Raben, die nerven gerade ein bisschen.
Haben wir hier noch was? Rotes oder so? Rote Kräuter. Geh weg. Geht ihr weg. Geht ihr weg, können wir hier rein. Ah, ihr Biesenbiester. Nee. Ach Gott, ich habe mich im gelben Zustand geschlagen. Was? Okay, Freunde. Was geht jetzt ab? Ein Gebäude. Aha. Ja, ein Gebäude, Freunde. Verschlossen. Und das Schlüsselloch ist eine Uhr eingerichtet. Ach nein, wie geil. Wie geil, Freunde. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder was im Gebäude. Cool. Cool, wir haben ein Gebäude hier. Gebäude-Action. Nice. Alles klar, Freunde. Aber ich würde sagen, die Folge... Gott sei Dank, ein Safe-Room. Ich wollte gerade sagen, die Folge ist schon ziemlich voll. Oh, da liegt ein Item. Was ist das? Ein Schlüssel. Möchten Sie das nehmen? Glockenturmschlüssel. Ja klar. Nimm mit, Jill. Nimm mit. Da ist nichts mehr. Keine Heilung oder so. Nur die drei... Was ist jetzt? Was ist... Das kann doch nicht wahr sein, Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, aber wir sind zumindest mal... Ach, wir haben sogar noch eine Heilung. Ja, dann schmeiß doch die Kräuter erstmal raus. Wir haben ja sogar noch eine Heilung. Stimmt! Wir haben auch noch ein... Das sieht gar nicht mal so schlecht aus hier. Wir sind unordentlich, aber sonst passt das doch. Ja gut, liebe Freunde. Wir sind im Glockenturm angekommen. Wisst ihr was, ich werde mir jetzt mal ein Kraut hier zu Gemüte führen. Weil Jill so rumhampelt und das möchte ich nicht. So. Wir sind im Glockenturm und genau. Freunde, dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge weiter mit einem schönen neuen Gebäude. Jo, Freunde. Dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.
Ugh.